Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video, wieder einmal diesmal von State of VR. Ich wollte jetzt mal Englisch-Videos mal rausbringen, aber ich habe gemerkt, dass mein Englisch ist wieder, weil ich es wieder verlernt habe, grottenschlecht geworden. Und habe ich gesagt, scheiß drauf. Also, ich habe ja aktuell bin ich ein bisschen weitergekommen. Ihr müsst euch natürlich in dem Game einkaufen, das ist Pay to Win, das dürft ihr auch nicht vergessen. Und ja, ich habe hier man kann halt die Musik halt anmachen. Ich habe da jetzt erfahren, nächstes Jahr wird es ein bisschen abgedatet, dass man das ein bisschen besser bestimmen kann, die Lautstärke nicht nur ein und aus. Das wäre natürlich richtig cool, weil ich muss tatsächlich die Musik ausschalten, damit man überhaupt meine Stimme hört. Und ja. Das ist natürlich doof. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was momentan nervig ist bei State of the Real, dass gewisse Events nur Pay to Win sind, okay? Nur rein Pay to Win. Ich bin der Einzige, der darüber überhaupt noch spricht. Die anderen reden schon lange nicht mehr darüber. So. Und ihr könnt da einfach ein paar Angebote nehmen, die ich euch empfehlen kann. Aber alles andere, lasst es einfach, weil es einfach zu viel Pay-to-Win ist. Okay? Es macht einfach keinen Sinn. Was könnt ihr machen? Ihr könnt... Ja. Wenn überhaupt... Haben wir noch was Neues? Ja, ihr könnt gewisse Angebote nehmen, das werde ich euch gleich zeigen. Ansonsten macht es keinen Sinn. Also hier dieses Rad bitte nicht kaufen, das ist viel zu teuer. Das ist reine Verarsche. Da reicht vollkommen aus, dass es kostenlos dreht. Auch bei wildes Rennen. Don't do it, das ist viel zu teuer. Das sind einfach viel zu teure Angebote. Dann vom Jäger gejagten, da könnt ihr wieder durch viele Schlachten gegen Zombies viele Units gewinnen, also viele Biocaps. Oh Gott, Biocaps nicht Units. Und dann ist auch wichtig, dass ihr wieder natürlich eure VIP-Modus verlängert. Das ist auch ganz wichtig, weil es lohnt sich. Dann hier von den Angeboten ist es so, dass keine von denen gut ist. Außer ab und zu mal erhält man dieses Angebot. Das ist, na, wo ist ein Besitzer? Na? Genau da. Da könnt ihr Angebote kaufen, die lohnen sich, aber da auch wirklich nur höchstens das für 4,39 und das für 89 Cent und das für 1,79. Der Rest ist viel zu teuer, oder man nimmt einfach, klickt auf los und nimmt das für 5,99. Das und 5,99 ist momentan meiner Meinung nach das beste Angebot, was ihr bekommen könnt. Okay? Also, weil da bekommt man noch zusätzlich Bonus und 17 Fragmente sind definitiv immer mit dabei. So, ansonsten gibt es nichts Neues. Fähigkeiten sind noch nicht aktiviert. Das heißt, hier mache ich Folgendes. Hier, immer wenn ihr Punkte sammelt, da ist am einfachsten erstmal so Punkte sammeln, wie jetzt hier gleich. Also bei den solchen Zonen, dann ist es wichtig, dass man sagt, okay, wie sieht es eigentlich aus mit Nahrung? Da, wenn ihr schnell sammeln könnt, könnt ihr ruhig die Achter-Variante nehmen. Wenn ihr langsam sammelt, nehmt einfach die Sechser-Variante und das reicht auch vollkommen aus. Und dann müsst ihr nicht so ewig lange sammeln, um Bonuspunkte zu gewinnen. Ja, ich mache das ungern sammeln hier, weil auf der blauen Fläche bekommt ihr Prozente. Das heißt, das ist eure Revier und da wird alles halt schneller gesammelt. Ja, das ist der Grund, immer versucht auf dem blauen zu bleiben. Und dann habt ihr mehr davon. Dann solltet ihr auch schauen, dass hier zum Beispiel
ihr, das zeigt sich immer wieder, diese verbleibenden, also diese Chips aufsammelt, weil das kann passieren, dass man das vergisst und dann sind wieder geile Belohnungen abgelaufen. Dann könnt ihr zusätzlich den Intel Post machen, auch wenn ihr nur zwei Champions übrig habt, weil ich bin leider VIP nicht aufgestiegen höher. Das dauert, weil man müsste sich einkaufen und das mache ich nicht. Und dann kann man halt, wenn man aufsteigt auf VIP, kann man halt mehr oder weniger mehr Einheiten raussenden. Ja. So mehrere Male, nicht nur fünf Male, sondern sechs Male. Ist im Endeffekt eine faire Sache, weil man tut dann auch ein bisschen motiviert zocken und man kann sich zwar einkaufen, aber das haben die schon so gemacht, dass wenn du dich einkaufen willst, musst du dem nicht dumm und dich dem nicht dumm und zahlen. Und das muss nicht sein. Und von daher ist es sehr fair gemacht. Also hey, die Leute, die alle einkaufen nur wollen, die kriegen von uns so eine Strafe. Also es wird eine Strafe auferlegt von King Groups und Fun Plus. Das finde ich auch korrekt, weil dieses Pay-to-Win, das macht alles mittlerweile kaputt. Und das ist meine Meinung, obwohl ich ein Pay-to-Winner bin. Also das heißt, wenn mir ein Spiel gefällt, dann es Spenden gibt über PayPal. Das heißt, wenn ich Spenden kriege von euch, dann mache ich das. Ansonsten mache ich es auch nicht. Oder wenn ich ab und zu mal halt dann Geld mal investiere, so von meinem eigenen Sparten, 15 Euro oder 5 Euro, dann mache ich das, ansonsten mache ich es nicht, weil das einfach den Spielspaß verderben tut. Die Leute, die sich nur rein einkaufen, das sind halt Leute, die das Spiel überhaupt nicht verstanden haben und auch gar nicht so spielen. Die spielen nur auf Pay to Win. Das heißt, die kaufen sich echt nur ein und sind Finanzierer von den Firmen. Und die Firma bevorzugt halt die nur wegen dem Geld. Na, dann geben die halt im Monat zwischen 20.000 bis 1 Million für das Game aus. Also manche geben da 50.000 Euro im Monat aus. Und dann haben die dann den höchsten Level. Aber das Schlimmste an diesen Leuten ist, dass die richtige Arschlöcher sind, weil die greifen mich ab und zu mal an mit ihrer Billionen-Armee. Und das ist halt nicht mehr lustig. Und seitdem mache ich das immer auf Schutzschild. Wenn wo jetzt diese Schlacht ist, wo man angreifen muss, um Punkte zu sammeln, wegen den Kills, indem man seine eigenen Soldaten dann killt, dann mache ich 24 Stunden Schutzschild, dann können die mich am Arsch lecken. Sogar 48 Stunden. Ja. Weil dieses Event ist zweimal im Monat. Und dann. Dann hat man es gar nicht so einfach, wieder Energie zu sammeln. Und was ihr natürlich hier lernen könnt, ist von mir, wenn ihr meinen Kanal abonniert und liked die Videos, ist, dass ihr bei State of the Real die Möglichkeit habt, Trick 17 zu verwenden. Was ist Trick 17? Trick 17 ist, don't do it mit den Ressourcen. Spart euch ruhig die auf, tut die nie dann komplett aufverbrauchen. Denn wenn euch jemand angreift und euch an eure Ressourcen angreift und euch ausbeutet, dann kann er nur auf die zugreifen, die da jetzt oben im Bildschirm sind. Ne? Also rein nur die oben da, die ihr hier sehen könnt. Und nicht auf die, die ihr im Rucksack habt. Alles, was im Rucksack ist. Und das ist das Coole dran. All das hier, daran kommt ihr nicht dran. Das wird nächstes Jahr vielleicht geändert. Vermutlich wird das noch nicht sehr geändert werden, aber momentan ist es dieses Jahr so, die bleiben. Und die bleiben ja wirklich, deswegen seht ihr hier, ich habe sehr viel Holz, ich habe sehr viel Nahrung. Ich habe also sehr viel Nahrung und Holz und man darf nicht vergessen, das ist ja sehr, durch lange Sparen ist das entstanden und durch regelmäßiges Einloggen, Zocken. Und wenn wir Mathematik, ich habe den Taschenrechner natürlich mit dabei, wenn wir den Taschenrechner nehmen und wir geben 10.000 ein, okay, die Zahl 10.000 Holz und dann mal
mal 152.107, dann haben wir, dann ergibt es eine Zahl, die 1,5 Milliarden, also 1,5 Milliarden habe ich Nahrung, 1,2 Milliarden habe ich Holz, also sehr, sehr viel. Und solche Ressourcen, die werden auch euch nicht stibitzt von den Luziferianern. Tatatar, hat mich wieder gekauft. Ah, ne? Voll den Arschlöcherleuten, also Luziferianer nenne ich sie immer. Weil ich könnte ja auch Hellel sagen, aber das versteht ja keine Sau. Das ist Hebräisch und als Jude sage ich immer, muss ich ja nicht Hebräisch reden, ne? Also sage ich Luziferianer. Und das sind die größten Hurensöhne der Welt, weil das sind Leute, die Kohle haben, Ressourcen haben im Game und trotzdem euch angreifen. Obwohl sie alles haben. Ne? Die holen sich dabei ein runter. Ich habe den Typen gesehen, so der, was machst du da? Ich hole mir dabei runter, wenn ich den einen erniedrige. Weil der, du greifst einen Typen an, der hat doch gar nichts. Ja, und es macht mich geil. Ich könnte solche Leute echt kotzen. Am besten alle abschlachten. Weil es geht ja gar nicht. Ne? Sondern gerade so ein Überlebensspiel, da sollte man zusammenhalten und nicht gegeneinander kämpfen. Ne? Aber wie auch immer, ja, bewahrt sie euch auf. Ne? In dem im Rucksack, dann kann sie euch auch keiner klauen. Und es gibt so mal eine Warnung, und zwar gibt es so eine Meldung vom Game selbst, wenn ihr das macht und das Game sagt, hey, du hast zu viel Ressourcen reingepackt, die brauchst du nicht, mein Freund, dann solltet ihr auch drauf hören, ne? Weil das sind dann sozusagen Warnungen, wo das Game sagt, hey, das hast du nicht nötig, du hast genug Ressourcen, das brauchst du nicht, komm, mach dich nicht verrückt. Ne? Und deswegen, ja, solltet ihr auch, boostern könnt ihr auch, solltet ihr auf jeden Fall auch ganz normal das mit den Ressourcen angehen, indem ihr einfach sagt, okay, das, was ich hier habe, das brauche ich jetzt momentan. Und was, wenn ich was nicht brauche, da muss ich ja das gar nicht anwenden. Ne? Weil ich kann ja nur dann was anwenden, wenn ich demnach brauche Nahrung in Millionenhöhe oder Gold, nicht Gold, sondern Holz oder Metall oder Öl. Ne? Und wenn ich es nicht brauche, warum soll ich es verbrauchen? Warum soll ich da 1,5 Milliarden reinhauen? Ne? Das ist ein Witz. Ja, also wer das macht, der ist verrückt. Ja. Und von daher immer sammeln, Rucksack beibehalten, regelmäßig Training machen, auch wichtig. Ich mache immer Training. 24 Stunden ist mein Training on top. Übrigens, das mit dem Training, das wird sich auch ändern. Ihr werdet in Zukunft die Möglichkeit haben, Daueraufträge zu gestalten. Das kommt alles nächstes Jahr. King Groups und FunPlus Insiderwissen von meiner Quelle. Mich mal gefragt, was wird so geplant im nächsten Jahr, und habe halt so geplant, halt wirklich das auszubauen, dass man sich sagt, hey, man macht nicht nur Ausbildung für so viele Soldaten, sondern man sagt sich, wie oft willst du Ausbildung machen, wie oft willst du Wiederholung machen, ne? Also dann wird wiederholt. Dann sagst du dreimal Wiederholung, fünfmal Wiederholung oder 10 Wiederholungen, und dann wird er automatisch, sobald die Armee ausgebildet ist, macht er automatisch den nächsten Auftrag. Ich finde diese Funktion eine coole Funktion, die nächstes Jahr kommen wird. Ist aber noch alles noch im Plan. Ne? Das heißt, wenn ihr da Fragen habt, wo ich mich fragen, wie das sein wird, wenn ihr euch King Group sendet oder FunPlus, werden die das dementieren müssen, weil das ist ja mittlerweile Brauch, dass Firmen, wenn sie was erfahren oder wenn geleakt wird und jemand was sagt, dass dann diejenigen, die leaken, das natürlich dementieren müssen. Ich würde ja auch dementieren, also, weil ich weiß, wie das ist. Ja, also wenn die Telekom da einen Tarif hat und jetzt ist da das Problem, dass jemand das leaken tut, die sind gefickt einfach. Ja, wenn sie erst in 3 Monaten was einführen und jetzt ist da was geleakt, dann sind die gefickt. Weil dann kann die Konkurrenz dementsprechend sagen, okay, dann machen wir das aber anders mit dem Tarif. Ne? Und es gibt ja mehrere solche Spiele, die diesen Service anbieten von State of Sovial. Und ja, das ist eben das Problem. Ja? Und ich habe im Promotion-Bereich gearbeitet,
war jahrelang selbstständig. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie die sich verhalten müssen, wie die ganzen Leute programmiert sind. Und ich natürlich auch dafür ab und zu mal für die Hater. So. Und von daher ist das halt so. Und daher müssen die das dementieren. Aber es ergibt einen Sinn, weil es gab viele Wünsche. Man hat sich viel gewünscht und gesagt, ey, warum könnt ihr das nicht so machen, so planen? Warum geht das nicht? Und das geht schon. Aber es ist halt immer, wenn was programmiert wird. Ich habe doch da Schulungen gehabt. Nur ich war zu faul, um weiter damit zu machen. Mit Programmieren, Spieleprogrammierung. Weil es ist einfach, man muss sich sehr viel Code merken. Aber es ist, wie gesagt, es ist komplex. Es ist gar nicht so einfach. Und dann hat man auch keine, da muss man auch Kosten bezahlen, wenn ein Programmierer gewisse Sachen updaten müssen oder verändern müssen in ihrem Game, dann ist das also mit Kosten verbunden. Und wenn die Kosten zu viel sind oder sich halt eben nicht lohnen, sagen wir es mal so, dann wird die Planung immer verschoben auf nächstes Quartal oder aufs Eis erstmal verschoben. Ja, da steckt eine Menge Arbeit drin und da sind nicht so easy-beasy Sachen hier einführen, passt, machen wir, kostet uns nicht. Und einmal, wenn es mit Kosten verbunden ist, ist es leider, dann könnt ihr davon ausgehen, wird State of Real so einiges noch beibehalten. Ja, die werden da nichts ändern. Da solltet ihr auch die Mission so schnell wie möglich machen, damit ihr nicht verpasst, denn auch hier muss man halt eben sammeln. Und ich muss sagen, mittlerweile sind die Missionen easy peasy, also ihr müsst nicht mehr dafür was tun. Und das Beste ist halt, ihr könnt bei den Missionen, nennt sich die Bio-Caps, könnt ihr sammeln, 150 pro Tag. Ich meine, das sind nicht viel, 150 Bio-Caps, sondern mal ehrlich, 150 mal 10 sind 1500 und mal 30 Tage sind halt eben dann 4500, bei 31 Tagen sind dann 4650, aber das wird sich noch ändern, das wird sich ein bisschen steigern, das will man auf 300 erhöhen nächstes Jahr, ist auch für mich nicht viel, aber ich verstehe es, die leben von dem Spiel, in dem Pay-to-Win-Leute Geld einstecken, weil es sind ja Server und die Server müssen gepflegt werden und die Ferraris müssen gefahren werden und so weiter und so fort. Ne? Weil selbst wenn die Mitarbeiter bezahlt sind, die das größte Geld oder der Anteil am größten ist bei State of Real an den Chefs und den Managern. An diesen Leuten geht das Geld und ja, die brauchen da ganz eine Menge davon. Ne? Ist halt so, ich habe mehr Farben, wo ich krieg mir Geld, du Arschloch. Und dann ist das Problem. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so das eine. Dann das andere bei State of Real ist, dass ihr gewisse Missionen machen müsst, um die Fortschritt der Geschichte weiterzubringen. Das Problem ist dabei, dass die Gegner mittlerweile so stark sind, dass selbst der letzte Gegner, wo auf Easy Beasy steht, es nicht schafft, gegen diese gegen diese 11 Mille. Und der Haken dabei ist einfach, und das ist der Haken, dass diese Champions, ich sammle das nicht mal ein, weil ich hier verrecke, dass diese Champions einfach doppelt so stark sind, aber nicht fähig zu killen, die Bedrohung zu killen. Und dann denke ich mir, Alter, wollt ihr mich hier verarschen? Ne? Und irgendwann kommen so Gegner, wo du denkst, Alter, ist doch voll der Witz. Ne? Und da müsst ihr schauen, dass ihr auch hier eure Top-Champions auf Level 50 oder Level 60 aufwertet, um da weiterzukommen, weil es einfach so schwer ist. Ja. Ist traurig, ja? Ist wirklich traurig, aber dieser Kapitel ist so schwer, dass man einfach nicht weiterkommen kann. Ja? Also irgendwann macht es Klick und der Gegner kommt dann übermaßen, so wie hier, wo man eigentlich keine Chance hat. Ich habe meine Champion soweit aufgerüstet wieder, ich habe die Rüstung aufgerüstet, die müsst ihr auch aufrüsten. Sehr, sehr, sehr wichtig,
dass ihr auch die Rüstung aufrüstet. Und wenn ihr merkt, okay, ihr seid weitergekommen, dann könnt ihr wieder zurückgehen. Das gefällt mir hier sehr an dem Game, an State of the Real. Ihr könnt zurückgehen und sagen, okay, sammeln wir mal das jetzt mal automatisch ein. Ne? Also dieses automatische Einsammeln, das funktioniert nicht immer 100%. Ab und zu mal geht er einfach und nimmt das nicht auf, aber das passiert eher sehr selten. So, und jetzt wird's schwierig. Jetzt haben wir den fucking Endgegner. Und der Witz dran ist, dass dieser Endgegner, der hat ein Virus, der so gefährlich ist, dass wenn einmal dich trifft, verlierst du so viel Leben. Okay? So. Und jetzt muss man sich mal vorstellen. Oh, scheiße. Der Wichser, der killt mich jetzt gerade. Und der killt mich jetzt auch gerade. Und ja, toll. Ne? Und so ganz knapp schafft man es, aber nur ganz knapp und ihr seid weg. Ne? Also das muss ich euch vorstellen. Das wird euch dann angezeigt. Ihr müsst es verbessern. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das wird einem angezeigt. Und ja, da kann man lang warten, bis man sich dafür bessert, denn hier muss ja noch gesammelt werden. Ja, also von daher geht man dann wieder drauf und sagt sich, aha, pay to win schon wieder wollt ihr Geld von mir. Ja, also deswegen macht erstmal, wenn ihr es nicht habt, diesen Level oder so, macht erstmal ganz normal weiter mit diesem hier Intel. Da könnt ihr auch sammeln und so. Also man sieht, das ist ein Wichs. Und das ist halt so unausgeglichen und das wollen die auch nächstes Jahr ändern, dass es etwas ausgeglichener ist. Ich würde es begrüßen. Als State of the Real Zocker diese Änderung. Ich würde es echt begrüßen, weil bis man diesen Level machen kann, muss man wieder 1000 Jahre warten. Und man hat aber doppelt so starke Mannschaft und das System selbst zeigt easy beasy. Aber was ist das für eine Logik? Easy beasy, aber nur wenn wir lustig sind. Ja, und das ist halt wieder wie bei Marvel Sturm der Superhelden. Da ist es auch nicht anders. Da steht empfohlen, erfüllst du empfohlen, dann kommt der Gegner, die machen mich platt. Dann denkst du dir, what the fuck, ich hab 20.000 mehr und trotzdem werde ich gefickt. Und hier ist es doppelt so stark und trotzdem gefickt. Ne? Also, das ist halt das ist halt das Problem, was hoffe nächstes Jahr angepasst wird. Aber ansonsten, ja, wird einiges an die Steuerung mit angepasst. Das Menü wird komplett neu gemacht. Da kommt so einiges nächstes Jahr. Ja, 2023 erwartet uns viel Neues. Neue Mission, mehr Möglichkeiten für Free-to-Play-Gamer zu sammeln. Ja, so einiges. Aber momentan halt eben ist das langweilige Jahr 2022 noch an. Und da müssen wir halt eben uns noch gedulden. Funplus und King Groups wollen auch die infizierte Fanatiker bearbeiten, weil der Haken dabei ist, ich muss diese Rallye starten und ich kann keine Solo machen, keine Solo-Angriffe, obwohl ich eigentlich 3x, 5x, 8x so stark bin wie dieses Vieh. Und da sagen die, ja, da haben wir vor, Solo-Angriffe zu starten, weil wenn man eine kleine Allianz hat, so wie wir, die Underworld ist oder da, wo nicht viel los ist, wenn wir eine chillig, super chill Allianz sind, dann ist es halt gut, wenn man halt sich sagt, ach, okay, aber es gibt Leute, die richtig chillen und die werden ja benachteiligt, weil sie können ja, wenn der Chef nur da ist, kann er so eine Mission gar nicht machen. Ne? Also er ist Multi-Account-User, was eigentlich ein totaler Witz ist, weil hier Multi-Accounts zu haben, habe ich versucht, tut's nicht. Ist unmöglich. Es ist einfach viel zu schwer, um zwei Accounts aufzubauen. Ohne Pay-to-Win keine Chance. Ich habe einen zweiten Account aufgebaut, habe dann ein bisschen Geld investiert, dann ging es dann noch, aber dann, sobald ich aufgehört habe, no way, keine Chance. Ja. Ja, das ist halt eben das Problem. Ja. So. So, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Das wird sich auch ändern übrigens. Bis jetzt müsst ihr diesen Scheiß, bis jetzt müsst ihr diese Scheiß-Sequenz leben, okay? Und die ist aber nicht schnell. Die könnt ihr nur verdreifachen
Und da wird halt überlegt, das zu versechsfachen. Eventuell selbst zu versechsfachen oder, und das ist in Planung, zu sagen, ey, pass auf, ich klicke da drauf und klick auf den Button Schnellkampf. Und diese Funktion, wenn die eingeführt wird ab nächstes Jahr, wird es dann interessant, weil ein Schnellkampf dauert es nur 2, 3, 4, 5 Sekunden. Und nächste Mission. Das wäre natürlich schon cool, wenn die das einführen würden, aber dann würde es auch wirklich schneller gehen. Und ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, wenn wir so starke Mannschaft haben, ist es einfach sinnlos, da noch ewig zu warten und den Kampf immer durchzuführen. Es wird auch irgendwo nervig, ne? Und mit der Funktion Schnellkampf, da soll es dann einfacher gehen, ne? Einfacher gehen. Wäre wunderbar. Also wenn die das machen, wäre das wunderbar, weil das wäre perfekt. So, wir müssen nicht mal alles sammeln. Übrigens, wir können jetzt auch schon aufhören mit dem Sammeln, denn das ist ja so schön gemacht, dass sobald ihr ein bisschen gesammelt habt, bekommt ihr nochmal schön hier Bonuspunkte und das reicht fast aus. Und dann haben wir noch die letzten Bonuspunkte, das ist halt diese, das reicht ja im Endeffekt aus, die Energiesammlung. Zack. Ja, ich wollte jetzt hier. Oh, jetzt zack. Zack, zack, zack. Puff, fertig. Ne? Und so sind wir fix und so habt ihr es in Sekunden gesammelt. Es geht dann schnell. Ja. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, bei dem Gorilla-Event Zeit zu nehmen, also diesen Kämpfen. Ich habe aber keine Lust daran teilzunehmen, weil die Leute so witzig sind. Sobald man das macht, kennen die einen und greifen einen danach an. Ja, habe keine Ahnung, ob die so gestört sind, aber die greifen einen an. Ja, und wenn du dich mit Schutzschild beamst, alles gut, ne? Aber wenn du kein Schutzschild hast, ist so eine Sache. Und der andere Aspekt ist, muss man auch sagen, selbst wenn du ein Schutzschild hast, okay, wenn du es sogar hast, du brauchst ja unbedingt den Versetzer. Und wenn du natürlich für Versetzer Geld ausgibst, dann hast du wieder ein Problem, dass du für Schutzschilder kein Geld hast. Und da habe ich mir gedacht, die Schutzschilder, die gibt es so selten, wirklich so selten, dass ich keinen Bock habe, die nicht also zu bevorzugen. Ne? Das wird sich auch ändern mit den 8 Stunden. Man wird auch 24 Stunden auch kaufen können. Wenn man ein niedriger Level ist, bei den höheren habe ich gehört, soll es da es geben, kann ich nicht sagen, ob es das dann so stimmt. Durchaus möglich. Ich bin niedriger Level, aber für niedrigen Level, da sollte es nächstes Jahr geben, dass man sich sagt, okay, der kann davon 5 Stück kaufen von 24 Stunden. Ja, weil FunPlus und King Groups möchten nicht, dass der Spieler wie bei Clash of Clans 7 Tage offline ist, weil die davon nicht profitieren, weil die so im Aktienkurs sind und das, was ich hier sage, wird wieder dementiert, wie immer, aber es macht Sinn, dass sie in diesem Aktien sind und ganz andere Schema mit Geldmacherei haben. Ja, wenn die gar nichts tun, die und die einfach offline sind. Ne, die Spieler und Spieler sind, man muss sich das so vorstellen, stell dir mal so vor, du hast 1 Million Spieler auf deinem Server und solange du Spieler hast, die aktiv spielen, geben die auch aktiv Geld aus. Und selbst wenn sie einen fucking Euro raushauen, hast du 1 Million Euro im Gewinn gemacht am Tag. Dann stell dir mal vor, du bietest Schutzschilder an wie bei Clash of Clans. Dann kauft der Spieler 5 Euro das 7-Tage-Schutzschild. Und in diesen 7 Tagen sind die 1 Million Spieler einfach offline spaßhalber. Und spaßhalber offline heißt, du verlierst 7 Millionen Euro. So, was machst du da? Machst du Sonderangebote, wie Clash of Clans es macht? Oder machst du es, sagst du dir, okay, wisst ihr was? Scheiß auf diese 7 Tage, höchstens 24 Tage Schutzschild. Und das hat halt eben King Groups gemacht und FunPlus. Die haben gesagt, nee, den Scheiß wie Clash of Clans machen wir nicht. Das ist total Bullshit. Davon profitieren wir nicht und darum gibt es halt eben nur
Darum ist das halt so. Dann noch eine Funktion, die nächstes Jahr verbessert werden soll. Bei älteren Smartphones wird das Smartphone sehr heiß und warm, weil das Spiel sehr viel an Ressourcen frisst und Grafikleistung. Das soll auch nächstes Jahr verbessert werden. Ich hoffe, das wird auch gemacht, denn mein Smartphone wird jetzt ein bisschen zu heiß. Und das heißt, wir müssen wieder aufhören. Aber falls du bis hierhin durchgehalten hast, danke fürs Zuschauen und natürlich fürs Liken und Abonnieren. Nicht vergessen, Glocke an, damit du immer auf dem neuesten Stand gehalten werden kannst und keine Videos hingehen musst. Ja. So. Und dann bekommst du ab und zu mal über die neuesten Entwicklungen von mir, wie weit wir immer sind. Ja. Ich schaffe immer einmal im Monat, oder ich mache immer mal, ich könnte jeden Tag ein Video machen, aber ich mache immer nur einmal im Monat und zweimal, weil das Spiel ist halt wirklich so, kaufst du dich nicht ein oder hast du keine Spenden, dann kannst du dich nicht, dann dauert das halt, bis du halt dich entwickeln kannst, ne? Bis was Neues kommt, bis was Besonderes man filmen kann. Ne? So. Jetzt haben wir ein bisschen das gemacht, was wir machen wollten. Jetzt öffnen wir noch zum Schluss und dann sind wir auch fertig. Schatzsuche. Zack, zack. Dann machen wir den großen Schatz. Jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Bestimmt wieder nur Schrott. Ja, nicht schlecht. Ah, nicht perfekt. Dann gehen wir noch schnell drauf. Dann gehen wir auf das. Nicht auf das, auf das hier, auf das Symbol mit dem Schiff. Dann tun wir mal upgraden.